بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، بإذن الله نحن تنبوخ العربية بين يديك، الوحدة الثالثة مودول غاي السكن تيبونوك الدرس لكسيون فيونسونسش. لدينا بهام الأصوات وفهم المسموع. Die Stimmen und das Gehörte und das Verstehen des Gehörten. أولا الأصوات. Als erstes die Stimmen. ح. التدريب الأول. استمع وأعد. حسان. أحمد. Das sind zwei Namen. حي. Viertel oder lebendig. والحي الحمد دلوب ولا دسلوب حمام دي تولتة عبد الباقي اقرأ بيسمعك بتا حسان نعم أحمد نعم حي الحمد حمام كنا ممتاز اوكي بيجيني تفونتا التدريب الثاني استمع وأعد. Kannst du die Namen direkt lesen? حو حوا حوا حرير نعم حاد حاد Hat, super. Merk dir so, wenn du diesen Elif oder den Wow oder den Ja siehst, dann ist es wegen der Verlängerung und deswegen machen sie automatisch nicht eine Haraka, weil du das automatisch verstehen sollst. Verstanden? Ja. Okay. Nächste, Atali. Hamza. Hamza. Hamim. ممتاز. حرام اوكي هوا ممتاز حرير نعم هاد نعم همة ممتاز هميم نعم حرام يحبط نعم ساحر نعم أحل حل يا ما محش نعم محجور اسليست مال weiter ناحية كاحل. Natürlich, viele werden fragen, warum ich die Wörter nicht übersetze, weil viele zurzeit nicht gebraucht werden. Also wenn man sie auch lernen würde, verstehen würde, man würde sie jetzt noch nicht benutzen. Und deswegen wiederhole ich sie nicht. Und dieser Tadrib, diese Lektion ist eigentlich sowieso, damit man eben nur die Aussprache übt, nicht, dass man eben diese Wörter versteht. Ich mache dann weiter. يهبط ساهر أهل مهجور ناهية كاهل فارح شبح أباح لاح سفاح صح عبد الباقي كانست weitermachen فارح نعم شبه نعم أباه
La Sifa. Genau. Sah. So, genau. Sind das islamische Namen? Oder? Das sind nicht alles Namen, das sind auch manchmal Wörter. Zum Beispiel Haram. Haram ist der Ort, wo Mekka ist. Hawa, okay, ist ein Name. Haril zum Beispiel ist Seide. Hart bedeutet scharf. Es sind unterschiedliche Wörter. Okay, verstehe. So. التدريب الثالث استمع واعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. Hier wollte ich auch noch kurz stehen bleiben, weil einige Menschen oder einige Leute, wenn sie lesen, dann kommen sie durcheinander und anstatt L bei Lillahi wird automatisch bei denen Ra. Alhamdulillahi. Und bei großen Rezitierenden passiert auch dieser Fehler. Deswegen sollte man auf diese Sache achten. In der Fatiha besonders gibt es sehr viele Sachen, auf die man achten soll. Weil wenn die Fatiha nicht richtig ist, dann ist das ganze Gebet kaputt. Ich schließe dann weiter. وَالْعَادِيَاتِ ضَبَحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِيرَاتِ صُبَحَا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. التدريب الأول، فهم المسموع. التدريب الأول، استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Höre. Dann leg die Nummer in den passenden Viereck. Ich werde natürlich die Sätze sagen und du sagst mir dann später, die Reihenfolge eben. واحد, eins. الثلاجة في المطبخ. الثلاجة في المطبخ. Jim? Jim? Hallo? Ich höre dich schlecht. Kannst du mich jetzt hören? Ja. Also, dann machen wir direkt. Ich sage den Satz und du sagst dann den Buchstaben. Okay. Al-Ariketu fi ghurfatil julus. Wow. La. Nächste Wow. Was heißt nochmal Arika? Mein Mann, Arika. Leider nicht notiert. Okay. Al-Arika tu fi urfati al-Julus heißt, der Sessel ist im Wohnzimmer. Achso, ja dann, hä? Genau, ja, super. Rokam, Thalatha. Eskunu fi Schakkatin. Eskunu fi Schakkatin. Was war nochmal Schakka? Wohnung.
siebten Teil. Und dann, Hazer Beit, das ist ein Haus. Ach so. Ja. Wow. Wow, Mumtaz, wow. Arba, Assariru fi ghurfatin naum. Assariru fi ghurfatin naum. Alif. Alif, Mumtaz. Khamsa, Askunu fi baytin. Askunu fi baytin. Das ist Dell. Mumtaz, Dell. Okay. الآن ستة. السخان في الحمام. السخان في الحمام. ب. نعم, ممتاز, با. يجينا نغلطه. التدريب الثاني. استمع ثم ضع علامة صح في المربع المناسب. Wir haben dann eben bei jedem die Auswahl zwischen eins und zwischen rechts und links. Yamin, Yasar. Rechts bei Yamin und Yasar bei links. Okay. Rakam Wahid. Fi shaqqati arba'u ghurafin. Fi shaqqati arba'u ghurafin. يمين أم يسار؟ Sind das keine gleiche Bilder? Das ist die gleiche Sache, die ich mich gefragt habe, als ich das gesehen habe. Deswegen eigentlich könnte man beides nehmen. يمين و يسار. Rechts und links. رقم اثنين. أسكن في شقة. أسكن في شقة. يمين أم يسار؟ يمين. ممتاز, يمين. Rechts. ثلاثة. أريد مشاهدة الأساس. أريد مشاهدة الأساس. يسار. Ich würde eigentlich mehr Yamin wählen. Weil die Essas sind ja Möbel. Und Möbel ist ja im Rechts. Okay. Arba. Ashaqatu fi d-dawri l-awwal. Ashaqatu fi d-dawri l-awwal. Yes. يمين أم يسار؟ rechts oder links؟ Ja, يسار, denke ich. يسار bedeutet links. Ja. Okay, was heißt الشقة في الدور الأول؟ Über der Tür. Was heißt الشقة نحوال؟ Wohnung. Genau, Wohnung. في الدور. Achso. الأول. Über oder? الأول ist der erste, im ersten Stockwerk. Achso. Ja, dann Yamin. Genau. Wenn ich sagen möchte, im dritten Stockwerk, was heißt das dann? Verlasse. Fast. Du bist ganz nah. Für Dauer الثالث. Im dritten, weil dritten hat ja einen Punkt noch. Deswegen ändert sich das auch im Arabischen und deswegen sagen wir für Dor Ethalif. Okay. Rakam Khamsa. Uridu Sajjadatan. Yasar. Yasar, Mumtaz. Ich möchte einen Teppich. Uridu Ariketan. Yasar? Yasar, Mumtaz. Ich möchte einen Sessel. Ich gehe in die Sessel.
Wir gehen zur nächsten Seite. التدريب الثالث استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Höre, dann lege die passende Nummer im richtigen oder die Nummer im passenden Viereck. واحد أريد مشاهدة البيت. تفضل. هذا هو البيت. هذا بيت جميل. أي حرف؟ Welcher Buchstabe? Jim? Nicht ganz. Was heißt Uridu Mushahadat al-Bait? Ich möchte eine Wohnung sehen. Uridu Mushahada, das Sehen oder Besichtigen der Wohnung, al-Bait. Was heißt Tafaddal? Bitte schön. Genau. Das bedeutet, es gibt zwei Personen. Der eine sagt, ich möchte sehen, der andere sagt, bitteschön. Und dann sagt er noch, Hada huwa al-bayt. Was heißt Hada huwa al-bayt? Das ist die Wohnung. Genau. Oder das ist das Haus. Und dann sagt der andere, Hada baytun jamil. Das ist ein schönes Haus. Genau. Welcher Buchstabe? Ayu harf? B. ممتاز. رقم اثنين. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. هل تسكن في بيت؟ لا. أيوة. بس أنا هاد المطار. Flughafen Köln. Alif? Alif, ممتاز. Genau. Ja. Was heißt أين تسكن? أين, wo ist? تسكن, wohnst. Wo wohnst du? Ach so, okay. Was heißt تسكن? No, nochmal bitte. Ich höre dich gerade nicht. Immer noch nicht. Jetzt höre ich dich. Okay. Fi hayyil matar. Was heißt das? Kannst du mir einen Tipp geben, was nochmal Hay heißt? Hayyil matar, Flughafenviertel. Wo ist der Flughafenviertel? Nee, es kuno, ich wohne. Ich wohne im Flughafenviertel. Genau. Es kun mit dem Elif am Anfang, ich. Tes kun, du. Okay. Jetzt hel tes kuno fi beit. In welchem Haus wohnst du? Nicht ganz. In welchen haben wir bis jetzt noch nicht gelernt? Ja. Im Arabischen, wenn wir mit hell anfangen, das ist wie im Deutschen, wenn wir mit dem Verb anfangen. Damit wir eine Frage stellen können. Gehst du zu der Wohnung? Wohnst du? Fi Beit. Wohnst du im Flughafenviertel? Ich höre nichts. Subhanallah. Jetzt, okay. Ja. Ich wiederhole nochmal. Das mit dem Motor, das haben wir jetzt hinter uns. Also mit dem Flughafenviertel haben wir jetzt hinter uns. Die Frage war jetzt, Teskunu, wohnst du, fi beit, in einem Haus. Okay? Ja. Okay.
Jetzt ist die Antwort La eskunu fi shaqqa. Nein, ich lebe in einer Wohnung. Genau, richtig. Okay. Al-an thalatha, jetzt drei. Hel teskunu fi shaqqa? Naam. Eskunu fi shaqqa. Ma raqamu shaqqatika? Del. Ich höre dich wieder nicht, subhanallah. Okay. Ich wiederhole Okay. nochmal. Hel teskunu fi shaqqa? Nee, man hört mich nicht. Okay. Dann ich wiederhole nochmal. Hel teskunu fi shaqqa? Was heißt das? In welcher Wohnung lebst du? Wenn ich hell sage, dann ist es wie, wenn ich mit dem Verb anfange. Wohnst du? Fi shaqqa. Wohnst du in einer Wohnung? Genau. Und dann nam eskunu fi shaqqa. Ja, ich lebe in einer Wohnung. Ma raqamu shaqqatika? Ich bin mir unsicher. Versuch. Jim sieht aus wie ein Bait. Das, was du Dell gewählt hast, du hast gerade Dell gewählt. Wir übersetzen jetzt nur die Sätze. Deswegen der letzte Satz war Ma raqamu shaqqatika. Was heißt der Raqam? Welche Buchstabe? Buchstabe war Harf. Raqam, Nummer. So. Shaqqatika. Vor Wohnung? Wenn ich jetzt sage Shaqqati, dann ist es meine Wohnung. Shaqqatika. Da deine Wohnung. Genau. Was ist die Nummer deiner Wohnung? Thamania. Thamania, dafür müssen wir jetzt nochmal zählen. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية Acht. acht genau. Okay, jetzt die letzte. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. هذا هو الأثاث. هذا أثاث جميل. Jim. Genau, natürlich Jim. Was heißt أريد مشاهدة الأثاث؟ Möchtest Nee, ich weiß es nicht. Ich möchte. Ich möchte ein Die Möbel sehen. Ach so. Okay, oder ich möchte das sehen, der Möbel. Ich möchte das sehen, der Möbel. Und dann تفضل, bitte schön. هذا هو الأثاث. Was heißt هذا هو الأثاث? Das sind die Möbel. Ich höre dich nicht. Okay, هذا أثاث جميل. Sind die Möbel sch die Möbel sind schön? Die Möbel sind schön. Eine Aussage, keine Frage. Okay. Ach so, okay. Na sehr viele Leistungen.
تدريب استمع الى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. Wir haben 9 Bilder und ich werde dann 9 Sätze sagen und dann müssen wir wissen, welcher Satz passt zu welchem Bild. Wird ein bisschen knifflig, aber inshallah kommen, schaffen wir das. واحد ما رقم شقتك؟ زين رقم نمر ها ها ممتاز genau. ما رقم شقتك؟ Was ist die Nummer deiner Wohnung? Und das ist H in der Mitte. اثنين ما رقم بيتك؟ طا لا ليس طا. Was für eine Nummer hat deine Wohnung? Nee, die Frage ist, ma raqamu baytika, Hauses. Jim. Jim, ممتاز. ثلاثة, ma raqamu ghurfatika. Ich weiß nicht. Da ist nur noch ein Bild mit einem Tier. Ta. Ta, Mumtaz. Weil wir die ganze Zeit mit Raqam gefragt haben, kann es nur Jim, Ha oder Ta sein. So haben wir jetzt diese fertig. Jetzt kommen wir zu Arba, 4. Kam Rurfatan für Schakka. Alif. Alif, ممتاز. خمسة. في أي دور الشقة؟ دال. ليس دال. دال hat mit Spiegel zu tun. Aber die Frage war, في أي, in welchem, دور الشقة? In welchem Stockwerk? Okay. Achso, hier ist mir eingefallen. Zain? Genau. So. Sitte. Mada turidu li ghurfati al-julus? Ba. Ba, ممتاز. Sabah. Mada turidu lil-matbach? واو واو ممتاز. ثمانية ماذا تريد للحمام؟ دال نعم. تسعة ماذا تريد لغرفة النوم؟ حال ممتاز. Hast du irgendwelche Fragen? Nein. Okay. Dann eben eine Frage eben an die, die alles hören, sei es auf YouTube, auf Instagram oder sonst wo. Ob wir in Ramadan oder ab jetzt zweimal in der Woche machen werden sollen oder so einmal in der Woche. Wäre schön, wenn man eine Antwort bekommt, egal wo. Und hier bleiben wir inshallah stehen. Rabbana afina wa'fu anna wa'hfazna bi asrari al-Fatiha.